I'm Anita farke and I'm the Exoda Block News. Widespread horror after attacks on Kiev. The capital of Ukraine, Kiev, was the target of a devastating attack this weekend, which has caused widespread horror and sharp condemnations worldwide. According to reports from eyewitnesses and official sources, several rockets struck in various parts of the city in the early hours of the morning, causing significant damage to civilian infrastructure and residential areas. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte die Angriffe als einen feigen Akt des Terrors und forderte die internationale Gemeinschaft auf, weiterhin Druck auf den Aggressor auszuüben. Bei einer Pressekonferenz sagte er: Diese Angriffe richten sich nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die Werte und Normen, die unsere zivilisierte Welt verteidigen. Erste Berichte deuten darauf hin, dass bei den Angriffen mindestens 35 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Die Europäische Union und die NATO haben in gemeinsamen Erklärungen eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten gefordert und betont, dass solche Angriffe gegen internationales Recht verstoßen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich tief betroffen und erklärte, es ist unerträglich, dass Zivilisten Opfer solcher brutalen Akte werden. In ähnlicher Weise äußerte sich auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der die Allianzmitglieder zur Verstärkung ihrer Unterstützung für die Ukraine aufforderte. Auch aus den Vereinigten Staaten kam starke Kritik. Präsident Joe Biden bezeichnete die Angriffe als ungeheuerliche Verletzung der Menschenrechte. Er versprach, die Sanktionen gegen den Aggressor zu verschärfen und mehr humanitäre Hilfe für die Ukraine bereitzustellen. Wir stehen fest an der Seite des ukrainischen Volkes in diesen dunklen Zeiten, sagte Biden in einer Ansprache im Weißen Haus. In Russland selbst gibt es gemischte Reaktionen auf den Angriff. Offizielle Stellen haben sich weitgehend zurückgehalten, aber bestimmte Medien und Politiker verteidigen die Handlungen als notwendigen militärischen Schritt. Dagegen kommen aus der russischen Opposition starke Stimmen des Protests. Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen sind bereits vor Ort, um den Betroffenen zu helfen. Laut einem Sprecher von Ärzte ohne Grenzen ist die Lage chaotisch, aber ihre Teams tun alles, um medizinische Notversorgung zu leisten. Wir erleben hier eine humanitäre Katastrophe und brauchen dringend zusätzliche Unterstützung und Ressourcen. Die Vereinten Nationen haben zu einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats aufgerufen um die Situation zu erörtern. Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, verurteilte die Gewalt und appellierte an alle Parteien, einen friedlichen Weg zu finden. Die Eskalation der Gewalt muss aufhören. Der Schutz von Zivilisten muss oberste Priorität haben. Die Übersetzung auf Deutsch lautet Der Angriff auf Kiew hat eine neue Welle der internationalen Solidarität und Unterstützung für die Ukraine ausgelöst. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahmen die globale Gemeinschaft ergreifen wird, um auf diese Krise zu reagieren. Autor Anita Fake, Dienstag, 9. Juli, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.